Hier, als Schmerzmittel. Oha, irgendwo haben wir uns die Finger blutig geschlagen. Wir brauchen Nase, Rücken, Richten einen Schutz trinken. Kurzer Schmerz, dann ist alles okay. Tu's einfach, Jun. Hurensohn. Alles in Ordnung, Hermana? So ein Bastard wollte mich überfallen. Hab's verhindert. Was? Jemand von hier? Würde jemand von hier auf so eine Scheißidee kommen, Pepe? Hör zu, wie. Ich hab ein Problem. Echt ernst diesmal. Du hast Ärger. Klingt, als hättest du Ärger. Brauchst du Hilfe? Ah, ich wusste, auf dich ist Verlass. Weißt du, ich hab Schulden bei Kirk. Meint, er bricht mir die Beine, wenn ich nicht bis morgen zahle. Und er meint das tot ernst. Hat die Kartelle auf seiner Seite. Du arbeitest mit Kirk? Jede Sau in Haywood weiß, dass das ein verdammter Halsabschneider ist. Mein Bruder ist aus dem Knast. Wollte ihm eine Party schmeißen. Ach, hab Scheiße gebaut, wie? Wirst du's je lernen, Pippe? Geht's wenigstens deinem Bruder gut? Ja, der zieht sein Ding durch. Also, hilfst du mir? Ich kann wohl nicht anders. Ich rede mit Kirk. Aber dann schuldest du mir was. Willkommen zu Cyberpunk 2077. Dein erster Besuch in Night City Chu. Verfolge die Tutorials aufmerksam, um mehr über die Grundlagen des Spiels zu lernen. Wenn du bereits ein erfahrener Edge-Runner bist, kannst du die Anzeige der Tipps durch auch deaktivieren. Du kannst über die Datenbank jederzeit auf die Tutorials oder die wichtigsten Themen in Cyberpunk 2077 zurückgreifen. Er ist ein guter Junge. Das ist mir das Leben. Erstmal WASD. Es sind die Dämonen. Ja, ich kann Videospiele spielen. Aber ich sag ihm, es tut dir leid. Erstmal auf Klo. Das ist nicht das Klo. Taste the love. Nein, lieber nicht. Ich hab gerade nichts. Alles weg. Nee, hab ich auch nicht da. Weiß nicht. Die Kolumbianer vielleicht? Wollen wir später wahrscheinlich mitspielen. Alles klar, man sieht sich. Okay, was? Jetzt mal lieber nicht so dort trinken. Oh, Toilette. Sehr schön. Gut, das ist so ziemlich die Hälfte der Mick. Da war dabei sterben nicht. Ich prüfe das genau. Bei der letzten Lieferung haben zwei Flaschen Sensor gefehlt. Hm, hier können wir ein bisschen spielen. Das kann ich sagen. Spielen, spielen. Mag spielen, spielen. Spielen. Na, so springen wir.
Oha. Ein Greif. Ich will den Highscore knacken. Perfekt drüber gerannt. Stunden später. Mist, ich konnte nicht über ihn. Game over. Oh, ich bin in Platz 10. Als ob. Ich komm hier später im Spiel noch mal, im Spielverlauf nochmal wieder. Das war. Ich bewerte Platz 1. Plötzenrennen. War heute im Krankenhaus. Natürlich. Javi hat ein paar gebrochene Rippen, aber Gott sei Dank hat die Kugel keine Organe getroffen. Oh, was ist passiert? Polizeifahndung. Die haben irgendwelche Dealer gejagt. Hängt mit den Falschen ab, hä? Er war nur zufällig dort. Stand einfach nur rum, klar? Sonst die Schweine haben auf alle geschossen. Hey Kirk. Hey, können wir reden? Wie? Lang nicht gesehen. Schieß los, was willst du? Hör zu, Pepe hat mich geschickt. Wieso? Zu feige, die Eddie selbst zu bringen? Was ist das, ich hier nehme ich? Noch nicht. Hey, was ist dein Problem? Was schuldet er dir? Ich will die Privatsphäre meiner Kunden nicht verletzen. Aber sagen wir mal, eine Menge. Ein Kredithai mit einem Gewissen? Klingt zu schön, um wahr zu sein. Tja, frohe, verfickte Weihnachten. Drück mal ein Auge zu, ja? Er zahlt schon noch. Er braucht nur etwas Zeit. Sehe ich aus, als ob ich hier einen Wohltätigkeitsverein schmeiße? Wenn man sich Eddies borgt, zahlt man sie zurück. Mit Zinsen. Das ist verficktes Allgemeinwissen. Soll ich etwa ein Auge zudrücken, nur weil der Wichser nicht weiß, wie so ein Deal läuft? Nein. Tu es, weil ich dich darum bitte. Du kennst mich. Ich bin Geschäftsmann. Ich muss wissen, was für mich dabei rausspringt. Ist kein Ärger? Nee, das würde ich nicht sagen. Ich weiß. Nichts ist umsonst. Ich schulde dir dann einen Gefallen. Verlockend. Ich hab da schon eine Idee. Was ist das? Sieh mal hier. Okay. Megakarre auf der Titelseite. Gibt davon nur 4 Stück in NC. Eine hat der Direktor von Rayfield. Ryan die zweite. Die dritte gehört einem Verleih. Und die vierte? Die wird meinem Klienten gehören. Natürlich erst, nachdem du sie für mich klaust. Hab's ziemlich eilig. Wenn ich das mache, sind Pepes Schulden vom Tisch? Klar, ich stehe zu meinem Wort. Weißt du doch.
Ganz simpel. Du klaust mir den Rayfield? Da reite ich mich in ganz große Scheiße rein. Ich gebe dir sogar was vom Gewinn, weil ich so korrekt bin. Mein Kumpel Rick arbeitet in der Parkgarage vom Embers, dem Club, wo unser Rayfield-Fahrer abhängt. Jeden Freitagabend, ohne Ausnahme. Sobald du da bist, gehen die Kameras aus und das Tor auf. Ganz einfach. Du nimmst dir den Rayfield und fährst raus. Das war's. Wie soll ich das anstellen? Eilig. Soll ich auf einem Skateboard unter das Auto rollen und es mal eben schnell kurz schließen? Kirk, Karren wie die haben Sicherheitssysteme. Verdammt gute. Dieses Schätzchen funktioniert wie der Schlüssel, den Rayfield-Mechaniker verwenden. Öffnet Schlösser, umgeht die ID-Kontrolle. Ein Generalschlüssel für alle Rayfields in der Stadt? Das glaubst du doch selbst nicht. In Kabuki verticken die Tech-Zauberer noch magischeren Scheiß als den. Vertrau mir mal. Also, sind wir uns einig? Wehe, du fixst mich, Kirk. Bleib cool, V. Der Job wird sich für dich auszahlen. Geh zum Embers im Glen. Rick wartet in der Garage auf dich. Ihr zwei werdet euch blendend verstehen. Ich weiß nicht. Es wird so ein Scheiß. Hier kommt nicht lang. Wenn er gewählt wird, bringt er die Konzerne ins Schwitzen. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Melon kriegt keinen Titelkampf. Blödsinn. Der Typ ist der Beste seiner Gewichtsklasse. Vielleicht ich nochmal kurz. Hernandez und Smith platt gemacht. Aber Keno ist Naturtalent. Also, wie sieht's aus, wie? Außer Japaner? Kirk lässt die Sache gut sein und dich in Ruhe. Aber ich nicht. Du schuldest mir was. Wie? Du hast mir echt das Leben gerettet. Ich habe was beim Barkeeper gut. Das ist eine. Das ist keine schlechte Idee. Ah, schwer das Teil. Hey, warum sehe ich weder scheiß Zitronen noch verfickte Limetten? Ah, Eddie ist für ein Veteran. Kybernetischer Gott. Den Leuten in Zentrum seine Kinder sollen sich bereithalten. Okay, Padre. Na, wen haben wir denn hier? Wie? Ist eine Weile her. Wusste nicht, dass du hier bist. Yep, endlich wieder zu Hause. Sebastian Ibarra, hast dich kein Stück verändert. Niemand nennt mich mehr beim Namen. Schon fast vergessen, wie er klingt. Wie läuft's, Padre? Wie immer. Hier in Haywood ändert sich nie was. Erzähl lieber von dir. Kam vor ein paar Wochen aus Atlanta zurück. Bist auf Haywood Art begrüßt worden, hm? Wie war's im Osten? Sag ich dir später. Ich hab gerade was zu erledigen. Finde, wir sollten jetzt reden. Kannst bei uns mitfahren. Marcus, fahr los. Nee, ich weiß nicht. Ach, darf ich fahren oder wie? Steige ich denn nach hier hinten? Darf natürlich nicht fahren. Wohin soll's gehen? Zum Glen. Lasst mich am Embers raus. Vordereingang? Rampe am Hintereingang. Ich zeige euch, wo ihr halten müsst. Du hast sie gehört, Marcus. Da wollte ich jetzt ein bisschen August kennen. Gut beschäftigt? Kenne.
Ja, mache hier und da ein paar Jobs. Nichts Großes. Aber ich komme klar. Danke der Nachfrage. Also, lief Atlanta nicht ganz so wie erhofft, hm? Wie du siehst, bin ich zurück. Wenn es dort besser gewesen wäre, wäre ich geblieben. Vielleicht ist es am Ende besser so. Ja, ansonsten. Gut, dass ich nicht fahren muss in der Großstadt. Halt mal an! Was ist los? Störende Autos. Naja. Bist du bewaffnet? Ich hoffe. Sebastian Ibarra. Muss mein Glückstag heute sein. Was willst du? Die Sache klären. Ein für alle Mal. Hab ein Angebot für dich, Papi. Hör mir genau zu. Verpiss dich aus Vista. Ruf deine Jungs zurück von der Straße. Ich lass dir den Glenn. Hand drauf. Keine schlaflosen Nächte mehr. Großzügig von mir, oder nicht? Und Papi? Noch ein verdammtes Wort. Halt dich da raus. Ich kenn dich nicht. Ich dich auch nicht. Heißt, dass du hier einen Scheiß bedeutest und noch weniger als das kannst. Na? Sonst noch was? Ich glaube, unser Gespräch ist damit beendet. Vorsicht, Padre. Du weißt nie, wer eine Knarre auf dich richtet. Du auch nicht, Missgeburt. Marcus, fahr. Wie hat er mich gerade genannt? Ich glaube, ich sollte mich nicht mit ihm anlegen. Ich sollte ihn noch nicht abballern. Kolumb ist das noch eine schlechte sehen, Idee. Dass du deine Wurzeln nicht vergessen hast. Hast immer noch dieses Talent. Viele der kleinen Schisser hier bissen sich in die Hose, wenn ihnen jemand eine Knarre ins Gesicht hält. Wer war der Typ? Niemand. In einer Woche ist er weg. Und ein anderer nimmt seinen Platz ein. Er hat dich bedroht. Hat er. Und dafür wird er bezahlen. Halt hier an. Gleich hier. Ich springe einfach runter. Hier, bevor du gehst. Deine Nummer? Könnte nützlich sein. Vielleicht können wir wieder zusammenarbeiten. Wie früher. Danke, Padre. Ich muss los. Man riecht sich. Geh mit Gott. Und Action. Jetzt Automaten. Jo, nicht für mich. Wir sind auf Stufe 1 oder was? Ich habe keine Ahnung, wie man den Fahrstuhl benutzt. Und nach unten würde ich. Wie? Lagebericht. Bin angekommen. Suche jetzt deinen Kumpel. Rick ist einer von uns. Wirst schon sehen. Ich vertraue ihm wie einem Bruder. Natürlich. Das ist Essen aus dem Automaten, was hübsch aussieht, was man abfotografiert und auf Social Media hochlädt. Ich sollte vorsichtig sein. Mit dem Mitten durchlatschen. Kann ich dir irgendwie helfen? Bist du Rick? Yep. Schick Kirk dich. Yep. Die Kameras sind aus. Du hast 20 Minuten.
Okay, ist er das? Wie sah der Kasten nochmal aus? Kirk, ich sehe den Wagen. Dein großer Auftritt. Klasse. Viel Glück. Wird sowas von schief gehen? Muss mich wieder rausballern. Mal sehen, ob diese Zaubertech was taugt. Ich habe sehr viel in technischer Sachen geschickt. Siehst du? Wir sind reich. Starte den Wagen und sag mir, wenn du unterwegs bist. Ich sag dir, wohin. Ist auf den Zug gefahren. Okay. Scheint ein lockeres Ding zu werden. Okay. Steig aus. Zum... Aussteigen. Okay. So, fort. Cool bleiben. Nichts Persönliches, Kompar. Nur Geschäft. Noch nie von Gauner-Ehre gehört? Wer's findet, dem gehört's. Ich war zuerst hier. Hey, gibt zwei Arten, das zu regeln. Die nette oder die abgefuckte Tour. Beide haben dasselbe Ergebnis. Ich nehme das Auto mit. Was machst du? Ach du Scheiße. Ich wusste, dass das schief geht. Keine Bewegung! Ihr seid festgenommen! Bleibt, wo ihr seid! Wenn du dahin, wo ich sie sehen kann, wir müssen uns rausfallen. Auf den Boden, ihr Pisser, und zwar sofort! Kriegen wir hin, oder? Jackie Wells, mein alter Bekannter vom Block. Ich sehe, du hast nichts dazugelernt. Hey, Detective Stinz! Lange nicht gesehen. Inspektor Stintz. Urin, Uran. Hey, deine Visage kommt mir auch bekannt vor. Ah ja? Los, wird's bald. Deine Warte. Mir aber nicht. Abgehauen nach Atlanta. Auf der Suche nach dem Glück. Die Suche war wohl erfolglos. Hab immer gesagt, all das Haywood-Gesorgs ist gleich. Ihr werdet hier geboren, ihr lebt hier und hier sterbt ihr auch. Hatte wohl recht damit. Hunger verschluckt. Genug mit dem Geplauder. Was passiert jetzt? Ich nehme euch fest und buchte euch ein. Gratisurlaub. Komm schon, Stintz. Wenn du uns festnimmst, keulen wir uns die Hände wund bis zum Gerichtstermin. Und dann... Wir kriegen maximal ein paar Monate. Scheiße, gibt ihr nur noch Stehplätze im El Bote? Wir kommen sicher schneller raus. Das sind die Diebe, gewöhnlicher Straßendreck. Ich hab sie in Gewahrsam, Mr. Fujioka. Wir führen sie sofort ab. Verschwendung von Mitteln. Ich habe keine Zeit für Zeugenaussagen und Ermittlungstheater. Soll ich sie gehen lassen, Sir? Schmeiß sie ins Meer. Gebrochene Beine und Bleigewichte, damit dieser Müll kein Treibpunkt wird. Wie hat die gehört? Scheiß aus. Fuck. Müssen uns doch rausballern. Oder nicht? Game over im Produkt. Einen Moment lang sah das echt übel aus. Dachte nicht, dass wir da lebend rauskommen. Mann, ich auch nicht. Stintz hat's auf Leute wie uns abgesehen. Aber ein bisschen Ehre hat er noch. Und sein Sinn für Ehre soll uns gerettet haben. Ja. Naja, und dass er aus Haywood ist, wie wir. Wäre ich nicht aufgekreuzt, würdest du jetzt in der geilen Karre durch Night City cruisen? Ah, komm. Der Plan war von Anfang an scheiße. Selbst Schwarzmarktmagie aus Kabuki kann so einen Alarm nicht ausschalten. Hätte wissen sollen, dass ich die Bullen am Arsch hab. Gott hat's wohl nicht anders gewollt.
Jackie Wells. Wie? Ich kenne dich doch. Aus dem Coyote. Moment. Wells wie Mama Wells? Deshalb kam mir dein Name bekannt vor. Meine Mutter, ja. Das Coyote ist ihr Schuppen. Komisch, dass wir uns noch nie getroffen haben. Hab den Auftrag für diesen Autoklau im Coyote bekommen. Von Kirk. Du arbeitest mit dieser Pestsäcke. Pepe schuldet ihm was und kann nicht zahlen. Wollte ihm helfen. Ha, Mann. Frag mich echt, warum Pepe sich von diesem schmierigen Kirk was sagen lässt. Hab gehört, der hat die Kartelle im Rücken. Kartelle? Nee, nee. Ich kenne diese Kartelltypen und garantiere dir, keiner von denen hat je von Kirk gehört. Der Cabron muss lernen, was Anstand und Ehre in Haywood bedeuten. Komm, lass uns was essen gehen. Einfach so? Du hast mir gerade erst eine Knarre ins Gesicht gehalten. Wer meinen Homies hilft, ist korrekt. Nichts passiert. Alles gut? Alles gut. Ja. Ich habe ein echt gutes Gefühl. Was meinst du? Uns beide. Zwischen uns stimmt die Chemie, weißt du? Und jetzt komm. Ich bin am Verhungern. Na dann. Dann mal los. Ich sterbe vor Hunger. Hallo, Night City. Stanley hier. Und vor uns liegt ein neuer Tag in der Stadt der Träume. Ich liebe diese Stadt. Liebe sie so, wie man eine Mutter lieben würde, die einen irgendwann mal vor einem Kinderheim ausgesetzt hat und einen jetzt um eine Kippe anbettelt. Jeden Tag gibt es hier 100 Neuankömmlinge. Aber nur die Hälfte dieser Deppen überlebt das erste Jahr. In einem guten Jahr. Und warum kommen diese Leute nach NC? Weil sie Straßensamurais wie Morgan Blackhand und Wayland Boa Boa sein wollen. Je größer das Risiko, desto größer die Belohnung. Heißt es zumindest. Aber man kann auch nicht ganz vorne dabei sein. Je schneller du lebst, desto schneller bist du am Ende. Wenn du nicht schon vorher eine Kugel abkriegst. Wisst ihr, wo man die meisten Night City-Legenden findet? Auf dem Friedhof. Glücklicherweise ist es egal, woher du kommst, wo du anfängst. Es geht nur darum, welchen Weg du gehst. In Night City. Der Stadt der Träume. Die Tussi muss irgendwo in diesem Gebäude sein. Ihr wimmelt bestimmt von den Pendejos, die sie entführt haben. Augen und Ohren. Ich hab heute okay? 6 Monate später. Da fällt mir ein, ich hab da was für dich. Militech Trainingssplitter, falls du Nachhilfe im Fressepolieren brauchst. Lust auf ein paar VR-Zielübungen? Oh, Tutorial. Klar, kann nicht schaden. Das habe ich schon gemacht. Mal schauen, wie ich mich diesmal anstelle. Beginnen wir mit einfachem Kampftraining. Dieser Durchgang wird zur späteren Beurteilung aufgezeichnet. Dieser Kurs wurde dafür geschaffen, die grundlegenden Kampffähigkeiten zu stärken und ihre Reflexe zu verbessern. Die Fähigkeiten, die Sie hier erlangen, werden Ihnen helfen, auf dem Schlachtfeld zu überleben. Ich werde Sie im Umgang mit Feuerwaffen, dem Einsatz von Tarntaktiken und dem Hacken feindlicher Netzwerke instruieren. Denn bei Militech haben wir... Denn bei Militech haben wir nichts drauf. Außer natürlich hirntote Chromtrottel zu züchten. Und jetzt. Station 1, du Made. Los, los, los! Kampf und Schlacht.
Wird heruntergeladen. Versuchen wir das Programm mit den taktischen Zielübungen, okay? Zum Aufwärmen. Ich wusste, damit würdest du keine Probleme haben. Machen wir es ein bisschen interessanter, okay? Nicht übel, aber es ist realistischer, wenn das Ziel sich wehrt. Steh nicht rum, geh in Deckung! Du gehst hier, um dich hinter Objekten zu ducken und in Deckung zu gehen. Kannst du Schüssen entgehen. Verletzt. Mit dem Reanimator heilst du dich. Geh zum Trainingsbereich, wenn du soweit bist. Oh, sieh an. Diesmal hat er seine Chums dabei. Du weißt, was zu tun ist, Bee. Scheiß Mann, nachladen. Dachchen. Das ist der letzte. Super Arbeit, Vi. Stell dich auf die Plattform, dann geht's weiter. Als nächstes steht Hacken auf dem Menü. Ja. Tab gedrückt halten. In diesem Trainingsmodul lernen Sie heute, wie Sie hektisch in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. So. Wenn du selber denkst, kann sich dein Scanner die Azuzis Benutzer auf dich anzeigen. Benutzer Quick Hack Ablenkungsmanöver, du kannst die Liste via die Okay, wie machen wir das? F ausführen. Konzernmord. Stil vor Substanz. Gut. Jetzt schalte ihn leise aus. Okay, er gehört dir. Schalt ihn aus. Es ist nie klug, Spuren deiner Arbeit zu hinterlassen. Besonders die von der Totensorte. Heb die Leiche hoch und versteck sie irgendwo. Du kannst tote und bewusstlose Gegner an bestimmten Orten verstecken, um zu verhindern, dass weitere Gegner auf dich aufmerksam werden. Okay, jetzt erledige ihn in einer flüssigen Bewegung. Und zack. Nicht schlimm, gleich nochmal. Okay, jetzt erledige ihn in einer flüssigen Bewegung. Das habe ich schon besser geschafft.
Bist du bereit, ein paar Typen in Echtzeit zu hacken? Viel Spaß! Jetzt, zünde die Granate. Wow. Das haben wir wohl geschafft. Ich mal verlinken. Zum Hacken eines Netzwerks musst du dessen Code-Sequenz nachbilden, indem du Zeichen aus der Code-Matrix auswählst. Die von dir gewählten Zeichen sind im Puffer sichtbar. Das Speech-Protokoll beginnt immer mit der ersten aktiven Zeile. Wähle 55 aus der Codex-Matrix aus. Die Auswahl eines Zeichens ist aus der aktiven Zeile aktiviert. Dann die dazugehörige Spalte. Wähle 55 aus der Code-Matrix aus. Der aktive Bereich wechselt zwischen den Zeilen und Spalten. Wähle BD aus der Code-Matrix aus. Zum Hacken eines Netzwerks wähle 55 aus. Das Programm wurde jetzt erfolgreich ins Netzwerk hochgeladen. Wenn es dem es linkt, versuch es einfach wann anders noch einmal. Das Erfolge haben keinen Nachteil für dich. Siehst du, einfach Hirn ausschalten und Befehle befolgen. Wie ein guter Militech-Wachhund. Dank meiner. Gar nicht schlecht. Der Militech-Algorithmus hat dich gut gefordert. Ich habe hier weitere Module, wenn du noch etwas trainieren willst. Oder du hörst jetzt auf. Aber denk dran, auf der Straße gibt's keine Tipps und zweite Chancen. Na, dann einmal ein bisschen Stealth-Training. Das können wir gebrauchen. Okay, zuerst widmen wir uns deinem Schleichtalent. Tipp drückt. Und scannen. Und rein mit dir. Diejenigen, die dich nicht bemerkt haben, setzen ihre Routine unverändert fort. Doch daher gut auf die Verhaltensmuster und nutze dieses Wissen, um dich und vorbeizuschleichen. Zurück zum. Okay, was habe ich falsch gemacht? Bestimmt. Benutzt das Sichtfeld eines Gegners, fühlt sich seine Alarmanzeige. Je rechtzeitig Deckung, eher er dich bemerkt. Deckung, schnell! Nice, nice. Jetzt geh langsam Richtung Ausgang, ohne entdeckt zu werden. Na toll. Weiter zum nächsten Bereich. Sonst wurde ich doch noch angeschossen. Halt die Augen offen nach Sicherheitssystemen wie Geschütztürmen und Überwachungskameras, die Alarm auslösen, Gegner deine Position verraten können. Jetzt nochmal dasselbe, aber mit Kamera. Okay. Sneaky Peaky. Du siehst mich nicht. Weh, du bist kein Militech-Rekrut mit Brei im Hirn. Beweg dich! Nicht, wenn die Kamera hier hinguckt.
Hast du gut gemacht. Stell dich auf die Plattform. Okay. Zum Nachtisch noch ein paar fortgeschrittene Kampftechniken. Dann sind wir durch. Auf geht's. Zeit für ein wenig schmutzigen Kuschelkampf. Kann man sehen, was nochmal richtig. Drücke die linke Maus, das Dummeinchen in einen Gefahr zu führen. Um eine Kombo aus schnellen Angriffen auszuführen, drücke die linke Maustaste, während der vorherige schnelle Angriff ausgeführt wird. Hätte die linke Maustaste gedrückt, um einen schweren Nahkampfangriff aufzuladen, und lasse die schöne linke Maustaste los, um ihn auszuführen. Ausdauer. Fortlaufendes Angreifen kostet die Ausdauer. Schnelle und schwere Nahkampfangriffe verbrauchen unterschiedlich viel davon. Angriffskombos verursachen bei jedem aufeinanderfolgenden Treffer mehr Schaden, verbrauchen dafür aber auch mehr Ausdauer. Achte hin und wieder auf den gelben Ausdauerbalken am oberen Rand des HUD. Wenn deine Ausdauer kritisch niedrig oder ganz verbraucht ist, verringert sich dein Schaden und dein Angriffstempo. Der Gegner ist in Abwehrhaltung. Greif ihn an, um zu sehen, wie deine Angriffe ihn beeinträchtigen. Schrauben wir die Schwierigkeit von leicht auf normal hoch. Der nächste Trottel kann blocken. Schnelle Angriffe fügen einem blockenden Gegner keinen Schaden zu. Nur schwere Angriffe können seine Abwehrhaltung durchbrechen. So nämlich. Halte die rechte Maustaste gedrückt, um in Abwehrhaltung zu gehen. Wird jetzt ein bisschen langweilig. Du sollst nur blocken, nicht zuschlagen. Jeder Angriff, den du blockst, kostet deine richtig Ausdauer. Wenn deine Ausdauer auf 0 fällt, wird deine Abwehrhaltung aufgehoben. Schwere Angriffe deiner Gegner können deine Abwehrhaltung ebenso durchbrechen wie deine schwere Angriff ihre. Doch zwei schwere Angriffe. Zwei gegnerische Angriffe. Drücke bei einem eingehenden Angriff die rechte Maustaste, um kurz vor dem Treffer den Angriff abzuwehren und automatisch einen Gegenangriff auszuführen. Der Trottel kommt jedes Mal, wenn er zuschlägt, aus dem Gleichgewicht. Nutzt das, um einen Konter zu landen. Ah, so. Das werde ich so schnell wieder vergessen. Bis Mittwoch habe ich das alles vergessen. Bis zum nächsten Stream und bin am Arsch. Und jetzt zum Ausweichen WASD oder in der Richtung. Trottel. Ich mag irgendwie, wie das klingt. Jetzt weich ihm aus wie. Ich will, dass seine Faust nur lüftet. Ausweichen kann ich nicht. Linksstörung. Jetzt ausweichen. Vielleicht ist die Taste falsch belegt, aber Sprint funktioniert nicht so gut. Ich muss da nochmal gucken. Ach komm, Mann. Aus Versehen habe ich schon zweimal gemacht. Ah, dreimal. Setzen die bisher gelernten Techniken ein, um Gegner zu neutralisieren. Du hast
hast den Pfad des Trottels gemeistert, junge Novizin. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Zeit für deine letzte Prüfung. Weiter geht's mit Nahkampfwaffen. Nimm dir ein Schwert. Die Nahkampftechniken, die du gelernt hast, können auch im Nahkampf mit Katanas eingesetzt werden. So nämlich. Zeig mir, was du gelernt hast. Du bist mit einer Reihe an Waffen und einem Cyberdeck ausgestattet. Du triffst nun auf eine Reihe verschiedener Gegner, die du aus dem Training kennst. Neutralisiere sie auf beliebige Art. Aha. Besten überhitzen. Ersten Neustart. Super. Sehr schön. Du machst das echt ziemlich gut. Stell dich auf die Plattform. Geh durch die Tür, um die Simulation zu verlassen. Okay. Nicht schlecht, ne? Und jetzt kommen wir zum Geschäft. Hat Wakako dir irgendwelche Tipps für den Job verraten? Ich bin nicht deine Mutter. Mach, wofür ich dich bezahle. Der Job ist leicht. Ziehen wir es durch. Ja, Robert. Zum Aufzug, hier lang. Wir haben wohl einen Job. Weise eine Granate einem Kampf-Gadget Quickslot in deinem Inventar zu, damit du sie während des Kampfes leicht einsetzen kannst. Okay. Habe ich dann wohl schon. Mittlere Maustaste. Auf den Parkplatz. Ziel heißt Sandra Dorset. Ihr Biomon ist vor ein paar Stunden ausgegangen. Vermutlich Entführung. Das Ziel könnte schon tot sein. Vielleicht kommt ihr zu spät. Wir, Bug, wir. Du bist zwar nur über Funk hier, aber das heißt nicht, dass du nicht zum Team gehörst. Team. Charmant. Beruhigt euch, alle beide. Wir sind fast da. Ja, Bug. Konzentrier dich. Apartment 1237. Ziel müsste drin sein, aber ich sehe ihren Biomann nicht. Hoffe, wir sind nicht zu spät. Ich hasse diesen auf Leben. Versuch, die Tür zu hacken. Kannst du das Schloss umgehen, Will? Ich bin gerade anderweitig beschäftigt. Ich kann hacken. Wenn du nicht im Weg stehst.
jetzt leise. Scheiße, sind wir zu spät? Ist sie das wie? Die Zielperson? Sandra Dorsett ist geschützt gemäß Echelon 2 Konzernimmunität. Die ist richtig wichtig. Die hier hat nur Zetatec Repos vom Schwarzmarkt. Typische Gossenarbeit. Sie also nicht. Suchen wir weiter. Lecker. Okay, die kann ich nicht öffnen. Wie? Achtung! Pendejos vor uns! Leise wie. Wer braucht schon Pläne? Oha, scheiße. Der hat ein größeres Gewehr. Moment, ich schlag nach! Sehen wir die Optionen auf! Warte, das muss ich doch ab! Der Raum, in dem er ist, hat den Balkon. Fenster links von euch. Gebt mir 2 Sekunden per Schloss. Volltreffer! Keine Bewegungen auf den Sensoren sichtbar. Ihr habt ihn erledigt. Die Luft ist rein. Scheiße. Was zum Teufel ist unser Ziel? Seht euch um. Sie muss hier irgendwo sein. Okay. Das ist mal nichts. Vielleicht hier drin. Ich hab sie, unsere Zielperson. Haben wir es geschafft? Lebt sie? Das wissen wir gleich. Schließ ihren Biomann an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Das sieht nicht gut aus. Schließe an. Na, wie sieht's aus? Sandra Dorsett, NC570442. Traumateam Platin. Das sieht kritisch aus. Scheiße, die hätten auf den kleinsten Nieser reagieren müssen. Die haben ihr Transmittersignal gestört.
Wir haben einen gehackten Biomod. Firmware, Reconfig oder einen Neurovirus. Carajo, T-Bug. Du kannst das nicht sehen. Hier sind nur Wannen, Eis, Haken und Beile. Hm. Also Scorpion-Hack, was? Ich hab da eine Idee. Check den Neuropod. Wenn da ein Splitter ist, zieh ihn raus. Der könnte den Biomann stören. Splitter gefunden. Ich zieh ihn raus. Check den Biomann. Hat sich was geändert? Hallo, Sandra. Falls du bei Bewusstsein bist, nimm jetzt die stabile Seitenlage ein. Eine Notevakuierungseinheit wurde ausgesandt und trifft in 180 Sekunden an deiner Standort ein. Der Biomon sagt, Traumateam ist in 3 Minuten hier. Dein Premium-Plan deckt 90% der voraussichtlichen Kosten deiner Rettung und Behandlung ab. Pobrecita. Holen wir sie aus dem Eis raus. Oh, fuck! Herzstillstand! Wie? Sag mir, was da los ist. Jackie, Air-Hypo, fuck, das ist nicht gut. Fang, Chica! Ich glaube, Scheiße, es hat geklappt. Fuera, Chica, bring sie nach draußen. Na toll. Was lädt ihr von Terrasse? Befolgen Sie die Instruktionen. Meiden Sie den markierten Bereich. Meiden Sie den markierten Bereich. Aha. Stay away. Können Sie da ablegen oder so? Was mach ich denn hier? Meiden Sie den markierten Bereich! Patienten auf den Boden legen! Ich weiß wie. Schritte zurück, jetzt! PT 133 an Zentrale. Patientin NC570442 gesichert. Stimulanz wird verabreicht. 70 Milligramm Dopamin, 110 Norepinephrin, 800 Fibrin. Das ging ja nochmal gut. Verschwinden wir. Der Fahrstuhl bringt uns direkt zur Garage. Gute Arbeit. Die Shitshow ist vorbei. Ich klinke mich aus. Wir sehen uns bald. Hör zu, Chica. Ich habe was zu erledigen. Kann ich deinen Wagen borgen? Ich habe ein Date mit Misty und... Komm schon, ich kann schlecht die U-Bahn nehmen. Okay, kannst ihn haben, Jack. Aber gewöhn dich nicht dran. Du rettest mir den Arsch, wie. Gracias. Soll ich dich nach Hause fahren? Ja, danke. Ich bin hundemüde. Oh, fast vergessen. Du solltest Wakako anrufen. Ihr sagen, der Job ist durch. Mit T gedrückt, um das Telefonmenü zuzugreifen. Wie lief es? Ist die Klientin gesund und munter? Natürlich ist sie das. So war es doch vereinbart, oder? Wunderbar. Eure Bezahlung wartet schon. Ihr könnt sie jederzeit abholen. Auch sofort.
Aber ihr wollt bestimmt erstmal nach Hause, oder? Das NCPD hat Watson umstellt. Der Bezirk ist völlig dicht. Wenn ihr noch durch die Absperrung wollt, beeilt euch. Danke für die Warnung. Wir kommen später bei dir vorbei. Angeblich hat das NCPD ganz Watson gesperrt. Wenn wir heute in unseren Betten schlafen wollen, beeilen wir uns lieber. Überlass mir das, Chica. Ich fahre. Na dann. Night City ist einfach geil. Eine Stadt wie jede andere, nur größer. Nein, Chica, nicht wie jede andere. Morgan Blackhand, Andrew Wayland, Adam Smasher. Von hier kommen Legenden. Verhungern. Holen wir uns was. Bist du dabei? Jackie, die haben Watson gesperrt. Schon vergessen? Oh, shit. Stimmt ja. Bin ich, oder? Ich wusste es. Der Van hinter uns verfolgt uns. Ja, natürlich. Aber wie, das gefällt mir nicht. Kein bisschen. Geh aus der Butter! Jetzt fahr schon, Jackie! Geh los, wie! Schieß! Kann nicht! Halt ihn ruhiger! Festhalten, wie! Mission ist weg. Mierda! Hab euch, Arschlöcher! Wie? Ziel auf den Fahrer! Chingado! Mein Bestes. Dein Baby ist arg zerkratzt. Tut mir leid, Vee. Schon okay. Das kann warten. Fahren wir lieber nach Hause. Ich glaube, das gibt jetzt keine Probleme mehr. Ach du Scheiße. Das klingt aber nach Problemen. Rammeln nicht alles. Das sieht nach einem großen Problem aus. Watson ist bis auf Weiteres abgesperrt. Notwendige Sicherheitsmaßnahme. Officer, bitte. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Ach ja? Und was macht mich so besonders? Na, Ihr goldenes Herz. Denn nur jemand mit einem Herz aus Gold versteht, wie dringend ich zu meinem Mädchen muss. Ihrem Mädchen? Sie macht sich Sorgen, wenn ich nicht komme. Ich meine, ich versuche, ihr ein guter Mann zu sein. Sie gibt mir eine Chance. Ein guter Grund. Sieh an, kein Musterbürger, aber trotzdem ein guter Kerl. Lasst sie durch! Aber sie sind die Letzten! Okay, dann mal los. Danke. Einen schönen Abend wünsche ich, Officer. Die mochte dich echt. Meine Leidenschaft hat sie mitten ins Herz getroffen. Genau. Ich bin loyal, ein Typ für Beziehungen. Mhm. Und bescheiden, du weißt schon. Raus aus dem Auto! Na los, ich hab nicht ewig Zeit! Oder
Guck mal, unser Problem, würde ich sagen. Sieht nicht wie eine normale Festnahme aus. Weil das keine Bullen sind, sondern Maxtech. NCPD-eigene Sondereinheit. Die kommen, wenn was richtig aus dem Ruder läuft. Idioten wie die da fressen die zum Frühstück. Ja, zu tun. Das war's dann wohl. Arme Schweine hatten keine Chance. Einfach weiterfahren. Als Beifahrer kannst du, sofern gerade nichts Wichtiges passiert, F drücken. Aha. Wird gezeigt, wie es gibt. Träume wie. Grüß Misty von mir. Wer dich. Hi, luego. Ab nach Hause. Buck? Fast vergessen. Ich kenne einen Netrunner, der dir helfen kann. Gleich kommen die Details. Die Aufgabe, die Keybug dir gegeben hat, ist ein wichtiger Schritt in die Entwicklung der Wesen. Aber erst mal ab in die Bude. Das blöde Tor ist kaputt zum dritten Mal. Hab schon die letzten beiden. Eine tolle Bude haben wir ja. Zeit für eine Nook. Gehe zum Spiegel in VS Apartment oder in einem Safehouse und wähle die Option Aussehen verändern. Du hast schon deine Lieblingsklamotten gefunden. Erstelle im Kleiderschrank in deinem Apartment Outfits, das Aussehen deiner ausgerüsteten Kleidung jederzeit verändern zu können. Mhm. Wir haben neue Nachrichten. Grußwarnung, Warnung, sie wurden angegriffen, Autofixer. Aha. Aha. Gesichtsausdruck ändern. So, gut, Kleiderschrank. Nächster Waffenschrank. Lager. Lager ist ein sicheres System, um Ausrüstung aufzubewahren. Das ist von allen verfügbaren Unterstützungen und Fahrzeugen aus direkt darauf zugreifen. Ja. Ich hab mir einen Kleiderschrank interessiert. Wo findet sich dieser? Egal, erstmal duschen.
Das ist ein kleiner Schrank. Plateaustiefel mit Titanschicht, verstärkte Basecap, LTN-54-Sportshop, Socks, Second, Konflikt, Bikerjacke, Bottis Tanktop mit verstärkten und verschütteten Baumwoll-Longsleeve. Ja, da können wir sehen. Euro-Dollar. Ah. So haben wir es jetzt angezogen. Ah ja, gibt bestimmt auch mal irgendwann hübsche Klamotten. Na dann. Gute Nacht. Hallo, Night City. Stand the Mit T kannst du zwischen verschiedenen aktiven Missionszielen wechseln. Ach toll. Oh, wie? Keinen Schönheitsschlaf gekriegt? Egal. Steh auf. Ich glaube, ich habe mir was eingefangen. Am Verlinkten mit dem Konzern Biomon. Irgendein Neurovirus, oder? Ich muss so weg. Soll er mir sagen, warum mein Kopf und Magen eine Party feiern? Okay. Ich fahr dich. Hab deine Karre dabei. Sieh dir was an, ich warte unten auf dich. Außerdem ist Anako Arasaka am Abend mit ihrem Flugzeugträger angekommen. Aber was für die Erben des Konzerns groß in Light City? Erstmal ein bisschen Fernsehen. Ah ja, das Programm ist mal wieder sehr gut. Gut. Na dann. Ausgerüstet sind wir. Ah, hier. Können wir nochmal einen Kleiderschrank. Speichert Outfits. Du kannst bis zu 6 Outfits in einem Kleiderschrank speichern. Ja. Na, wenn schon, denn schon. Nehmen wir die hier. Okay, wir haben keine Items im Kopf. Nada.